Was ist die richtige Armhaltung beim Laufen? Die Armbewegung beim Laufen ist möglicherweise wichtiger, als du denkst. Denn die Frequenz der Armarbeit überträgt sich 1:1 auf die Frequenz der Beinarbeit. Insofern wird also die korrekte Armarbeit deine gesamte Laufbewegung beeinflusst. Ich zeige dir nun, wie du in 3 Schritten zur idealen Armarbeit kommst. Schritt 1. Der Ellenbogenwinkel sollte kleiner als 90 Grad sein. Durch diesen spitzen Ellenbogenwinkel hast du eine kleinere Amplitude der Armarbeit und dadurch eine höhere Frequenz. Du kannst das in deinem Lauftraining ganz einfach trainieren, indem du Armtrainer in deine Ellenbeugen klemmst. Dies tust du allerdings nur für 1 Minute und wiederholst das bei einem 30- oder 60-minütigen Lauf 5 bis 10 Mal. So wirst du Stück für Stück über eine Überkorrektur zur richtigen Armhaltung kommen. Schritt Nummer 2. Halte deine Hände locker. Die Hände werden beim Laufen locker geschlossen und die Daumen oben entspannt aufgelegt. Den Handrücken nicht zum Unterarm ziehen und die Hände auch nicht locker hängen lassen und abknicken. So sieht es beim Laufen sauberer aus und es unterstützt eine saubere Laufbewegung. Schritt Nummer 3. Die Arme laufen in der Schulter vorne leicht nach innen und nicht parallel zueinander. Aber diese Armbewegung, die du auch betonen solltest, ist sehr wichtig, um den Oberkörper stabil zu halten. Denn die Arme pendeln immer entgegengesetzt zu den Beinen und stabilisieren so die Laufbewegung. Lässt du die Arme einfach hängen oder bewegst sie kaum, wird der Körper versuchen, durch eine Rotation des Oberkörpers dieses Lastungewicht auszugleichen. Du verhinderst also Fehlbewegungen in der Laufbewegung durch eine saubere Armarbeit. Mit diesen 3 Übungen steht einer optimalen Armarbeit nichts mehr im Wege. Schneller, leichter, schmerzfrei mit dem Running Dog.